Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und ja, wir gehen da hinten in den Turm erstmal. Erstmal willkommen zurück zu Rhyme. Wir haben ja diese... What? Diese Wolke, was ist das denn da unten? Bitte sagt es nicht, dass das ein Gegner ist. Ihr seid bestimmt Gegner, gell? Ihr wollt mich bestimmt... Was wollt ihr mich? Ihr... Da, Alter, kannst du vergessen, die sind hundertprozentig böse. Ich gehe jetzt erstmal in den Turm da hinten, denn ich habe das Gefühl, dort kriegen wir etwas. Ein Sammelgegenstand. Und ich mag Sammelgegenstände. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ja, das sieht sogar wirklich nach einem Sammelgegenstand-Bums aus. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass ich nicht irgendwie aus Versehen sterbe. Aber sieht gut aus. Was haben wir hier? Okay, ich habe auf jeden Fall das Schwein verpasst. Verdammt. Verdammt, verdammt. Oh, verdammt, verdammt. Das ärgert mich, ehrlich gesagt. Aber okay. Also, wir haben im letzten Part haben wir diese Wolke heraufbeschworen. Ach, scheiße. Bitte nicht. Ah, prima. Ich dachte, ich müsste ganz weg wieder laufen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zu anderen Wind... Ich glaube, wir müssen alle drei Windmühlen machen. Die Frage ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das kann nämlich sein, wenn ich euch jetzt zu nahe komme, liebt ihr mich? Na, scheiße, nein. Oder? Magst du mich? Okay, ich bin dir egal. Wirst du immer größer? Der hat Angst vor mir. Wieso hat er Angst vor mir? Das ist ja gemein. Ich will nicht, dass er Angst vor mir hat. Ich bin doch eigentlich nett. Das sieht aus, als müsste ich hier rein. Das sieht so aus. Wahrscheinlich hier dran. Huhuhu, knapp. Kamera. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Die Kamera möchte nicht so ganz wie ich. Achso, ich hätte natürlich auch da drauf klettern können, dann wäre es ein bisschen schneller gegangen. Ich habe keine Ahnung, was uns hier unten jetzt erwartet, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich gespannt. Denn, ich höre Stimmen. Erstens gefällt mir das nicht. Und zweitens finde ich das nicht knorke. Und es fängt, wieso fängt dieses Spiel jetzt gerade an zu ruckeln? Und verdammte Axt, wo sind wir denn? Alter, ich höre halt Stimmen. Und das ist ziemlich uncool. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß noch nicht mal, ob ich richtig bin. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, ob ich hier runterhüpfen muss. Tauchen kann ich. Lass mal in die andere... Die Spiegelungen sind komisch. Ah ja. Wenn wir jetzt natürlich ein Unterwasserwesen hätten, das wäre ziemlich ungeil. Aber das sieht hier ziemlich gut aus, wo wir sind. Wenn ich wüsste, wo wir sind. Oh, nein. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt... Ach, Dreck. Jetzt läuft er natürlich da drauf. Wir müssen hier ganz schnell da lang. Lauf, mein kleiner Hobbit. Ei, wunderbar. Ist da unten... Haha. Ich denke, von da kamen wir. Verdammt, wo muss ich denn jetzt hin? Sagst du mir mal, wo ich hin muss? Wieso ich von da kam? Ah, da ist bestimmt nichts. Ah, toll, ich bin in der Sackgasse. Aber sag mir doch mal bitte, wieso wir von... Wieso...
Ah. Ah! Natürlich. Unterwasserstadt. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Dieses Spiel überrascht mich immer wieder. Ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich unter Wasser irgendwas entdecken und finden können. Und ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich schwimme jetzt einfach mal hier unten lang und hoffe, dass wir das kriegen, was wir brauchen. Das Lustige ist, ich weiß noch nicht mal, was wir brauchen. Es ist ein bisschen, ja. Muss ich jetzt hoch? Sieht so aus. Aha. 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 Hallo? Warte mal. Aha. Du brichst mir jetzt nicht ab, Alter. Was ist das? Aha! Der Schlüssel. Ja, da muss man erstmal drauf kommen, dass ich da hin muss. Ich bin völlig random da jetzt lang, ne? Nein? Anderes Ding? Ja, so sieht's aus. Na, ich glaube, ich muss eins runter. Ja. Noch eins runter? Okay. Hey. Komisches Kletterrätsel, aber gut, wir haben es soweit geschafft. Ach ja, darunter. Hui! Hä? Oh. Ich hätte das jetzt nicht lustig gefunden, wenn wir wieder gestorben wären. Na komm, nimm's. Bitte lass eine Tür aufgehen. Verdammt. Verdammt. Wäre ja zu schön gewesen. So, wo war das jetzt hier nochmal? Wo muss ich jetzt nochmal hin? Das war hier. Sind die Luftblasen wieder da? Ja, wunderbar. Danke. Da gab es nichts mehr. Einfach den Weg zurück. Ich würde gerne nochmal etwas tiefer runter in dieses Gewässer. Da gab es nämlich noch ein bisschen was. Zumindest sah es so aus, als gäbe es da noch etwas. Und zwar rechts rum. Da ist nämlich so ein Luftblasending. Wenn das hier in der Nähe ist, da muss es ja eigentlich noch was geben. Wir folgen den Dingern jetzt einfach mal. Als nächstes gehe ich da hinten hin, aber erstmal hier rechts. Ist das vielleicht der Tempel, wo wir hin müssen? Kann das vielleicht jetzt gerade schon sein? Wollte gerade sagen, gib mir mal ein bisschen Sauerstoff bitte und zwar ein bisschen schneller. Huh! Knapp. Da gibt's nichts. Hier auch nichts. Oder? Nee, da gibt's nichts mehr. Na, hoch mit dir. Ah, haha, ich verstehe. Ja gut, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich nicht sofort hierher gegangen. Kann ich hier vielleicht noch einen Schlüssel catchen? Nö, ne? Ja, genauso geht's mir auch. Ich verstehe es nicht. Schade. Kein Schlüssel zum Catchen, aber ich kann den anderen Schlüssel schon mal abgeben. So, Nummer 1 hätten wir. Speichert er jetzt eigentlich? Nö. Dann müssen wir noch einmal zurück. Wie gesagt, hätte ich das gewusst, wäre ich später dahin. Aber das sah so verlockend aus. Das sah einfach so verlockend aus, da ist hinzuschwimmen. Gucken wir mal, ob wir hier... ob das richtig ist. Und ob wir nicht gleich schon sterben.
Wir haben ganz schön viel Luft, ehrlich gesagt. Wir werden erstmal da hinten hinschwimmen. Vielleicht ist da der andere Schlüssel, ich weiß es nicht. Wir werden das einfach mal testen, ansonsten gehe ich an die Luft und bin meiner Dinge froh. Aber das sieht gut aus, denke ich. Bin mir nicht sicher. Ich brauche auf jeden Fall Luft. Ja, perfekt. Ah, manchmal ist es doch ganz schön knapp mit der Luft. Ah ja. Lass mich das Rätsel mal verstehen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Aha! Der zweite Schlüssel. Traumhaft. Ja, ich verstehe. Fast. Nein, andere Richtung, Digga. Ob das schon reicht? Das werden wir mal testen. Ja. Ein Traum. Ein Traum. Dann können wir nämlich direkt wieder zurück. Ja, hätte ich das gewusst, wäre ich zuerst da lang geschwommen, natürlich. Kann man ja nicht wissen. Aber man muss wirklich zugeben, dafür, dass es ein Indie-Game ist, der Wahnsinn, wie komplex dieses Spiel einfach ist. Und wie vielschichtig. Und was für eine wunderschöne Welt vor allem. Das ist der Wahnsinn. Ich habe selten so eine schöne, idyllische Welt gesehen in einem Videospiel. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das damals gekostet hat. 20 Euro? 15 Euro? Und guckt mal, wie lange wir jetzt eigentlich schon daran spielen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel zu spielen. Oder zu holen. Wahrscheinlich auch im Sale. Gibt es ja bestimmt jetzt bald zum Sommer hin. Summer Sale oder sowas. So, zweiter Schlüssel. Mit der nächsten Windmühle. Wunderbar. 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 Gut. Ich mache nämlich jetzt... Aua. Ah, Schulter. Ich mache nämlich jetzt einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und erkunden die Windmühle. Ich bin wirklich gespannt. Und ich hoffe, dass wir dieses Vogelvieh kaputt machen. Es geht mir nämlich jetzt schon auf die Nerven. Also, in dem Sinne, vielen Dank. Es schneit. Ist das ekelhaft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part in der Windmühle. Meine Damen und Herren, lasst es euch gut gehen. Haut rein.